Fast jeder hat schon mal von Autismus gehört oder kennt sogar Autisten. Vielleicht vermutest du, dass du selbst oder ein Bekannter dazu zählt und willst mehr darüber wissen. Immerhin gelten rund 3% aller Jungen zwischen 3 und 17 als Autisten. Bei Mädchen ist es nur 1%. Doch was hat es mit diesem rätselhaften Phänomen auf sich? Autismus ist eine angeborene Störung der Gehirnentwicklung. Menschen mit Autismus können das, was sie wahrnehmen, nicht angemessen verarbeiten und verhalten sich darum auffällig. Die Diagnose erfolgt, indem die Symptome ausgewertet werden. Autismus leitet sich vom griechischen Autos ab. Das bedeutet selbst. Autisten leben in ihrer Innenwelt. Ihre Beziehungen zur Außenwelt und zu anderen Menschen sind dagegen eingeschränkt. Je nach Ausmaß interagieren und kommunizieren sie kaum mit anderen, drücken weniger Gefühle aus, nehmen Sinnesreize anders wahr, bewegen sich auffällig und entwickeln oft nur eine geringe Intelligenz. Doch die Symptome sind bei jedem Autisten anders ausgeprägt und verteilt. Medizinisch gesehen gibt es 3 Hauptkategorien. Vom frühkindlichen Autismus spricht man, wenn sich ein Mensch schon in den ersten 3 Jahren autistisch verhält. Diese Kinder lächeln nicht, spielen nicht mit anderen und wenden sich nicht einmal der eigenen Mutter zu. Ihre Sprache entwickelt sich verzögert. Manche sprechen ihr ganzes Leben lang nicht. Stattdessen sind sie extrem schnell reizüberflutet und reagieren mit Stress, wenn etwas in ihrem Umfeld nicht dem vertrauten Muster entspricht. Mit Spielzeug oder Alltagsgegenständen beschäftigen sie sich, indem sie immer wieder die gleichen, einfachen Handlungen wiederholen, sie auseinandernehmen oder sie zwanghaft sortieren und ordnen. Als atypischen Autismus bezeichnet man es, wenn diese Symptome in abgeschwächter Form erst nach dem 3. Lebensjahr auftreten. Die mildeste Form von Autismus heißt Asperger-Syndrom. Der Kontakt und Umgang mit anderen fällt auch diesen Betroffenen enorm schwer. Dafür sind sie oft äußerst intelligent und sprachbegabt, weshalb man sie auf den ersten Blick schwer als Autisten erkennt. Apropos begabt, viele kennen den Film Rain Man über einen Autisten, der blitzschnell Telefonbücher auswendig lernt und auf einen Blick 246 Zahnstocher zählt. Solche Leute gibt es tatsächlich. Man nennt sie Savants und jeder 2. mit so einer Inselbegabung ist Autist. So rätselhaft autistisches Verhalten ist, so unklar sind seine Ursachen. Eines vorweg, der Verdacht, dass Autismus durch Impfungen entsteht, basiert auf einer nachgewiesenen Falschmeldung und gilt in der Forschung als widerlegt. Stattdessen geht man heute von genetischen Gründen aus. Dafür spricht, dass der eineiige Zwilling eines Autisten mit 98%iger Wahrscheinlichkeit die gleiche Störung hat. Bei 2-eiigen Zwillingen, die nur rund zur Hälfte identisches Genmaterial in sich tragen, sind es nur etwa 60%. Bewiesen ist jedenfalls, dass Autismus nicht durch falsche Erziehung oder traumatische Erlebnisse entsteht. Auch Unfälle oder Vergiftungen rufen ihn nicht hervor. Fest steht, dass Autismus die Betroffenen und ihre Mitmenschen vor enorme Herausforderungen stellt. Doch Autismus ist nicht heilbar. Mit gezielten therapeutischen und pädagogischen Maßnahmen sowie toleranten und hilfsbereiten Mitmenschen können Autisten jedoch lernen, ein erfülltes Leben zu führen.